Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 6 mit Crossfire. Hallo zusammen, Leute. So, wir wurden ja letztes Mal von Ada. Von Ada eingesperrt und mussten uns befreien. Und jetzt müssen wir sie im Prinzip verfolgen. Und die ist letztes Mal hier runtergehopst, wenn ich das richtig gesehen habe. Irgendwie sowas, ja. Und da wollen wir doch mal gucken. Hier geht's runter, glaube ich, hä? Ja, aber die Frage ist. Also ich denke mal, das sieht verdammt nach Arena aus. Vor allen Dingen hatten wir noch zwei Kumpanen im Nebenraum neben uns. Die mussten im Prinzip dasselbe machen. Da wissen wir jetzt auch nicht, was mit denen ist. Kann ja sein, dass die auch gleich wieder da sind. Geben Sie auf, Wong! Wir haben sie! Ach, da oben sind sie. Seit wann dürfen kleine Jungs zum Militär? Okay, ey, da hinterher. Da. Ja, genau. Spaß gemacht. Ciao. Ada! Vor allen Dingen erst hilft sie uns und jetzt kämpft sie gegen uns, oder was? Och ja. Ich meine, sie ist ja immer noch ein Klon, ne? Wie wir in einer der Folgen gesehen haben. Ihre Freundin spielt die Unnahbare. War sie immer so? Ada! Okay. Bleiben Sie dran! Aber ja! Aber sie scheint von irgendwem gejagt zu werden. Auf jeden Fall. Doch, voller falsche Taste. Da ist sie! Halten Sie sie auf! Ich hab sie! Chris? Leon? Was machst du hier? Nimm die Waffe runter, Chris. Sie ist eine äußerst wichtige Zeugin. Eine Zeugin? Sie steckt doch hinter allem! Nein, tut sie nicht. Es war Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Wegen ihr habe ich meine Männer verloren! Ich über 70.000 Menschen! Den Präsidenten eingeschlossen. Alles wegen Simmons. Sie arbeitet für Neo Umbrella. Weißt du, was das bedeutet? Ja, ich weiß. Und trotzdem schützt du diese Frau? Richtig. Doch dasselbe. Also gut. Die BSAA übernimmt Ada. Du kümmerst dich um Simmons. Chris. Du wirst das Richtige tun. Können wir uns auf ihn verlassen? Er ist genauso lang dabei wie ich. Ich vertraue ihm. Okay. Na los, finden wir Simmons. Ein Mann, ein Wort. Okay, war das Chris Redfield? Ich glaube schon. Na da, also haben wir die jetzt auch schon kennengelernt. Leon, Helena, bitte komm.
Wenn Cherrys Infos stimmen, sollte Simmons direkt voraus sein. Passen Sie auf. Hannigan Ende. Oh, ho, ho. Ich habe gerade ganz viel Munition für die für meinen Blitzfalken bekommen. Und ich muss was wegschmeißen. Nein. Was denn? Muni für die Dingsbums. Snake. Waffe. Oder schmeiße ich die Sprengsätze weg? Die ferngesteuerten Sprengsätze habe ich alle weggeschmissen. Leon, sind Sie wirklich damit einverstanden? Unser Ziel ist Simmons. Er war es schon immer. Bereuen Sie, dass Sie ihr nicht gefolgt sind? Um Ada kümmern wir uns später. Jetzt geht es einzig und allein um Simmons. Ich habe 29. In Ordnung. Holen wir uns den Schweinehund. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ach, da lang. Ja, hier zur Tür. Kommen Sie zu mir, junger Mann. Nase juckt, warte. Immer schön auf den Arsch. Ich muss gerade hochgucken. Ging nie anders. Ne, ich auch. Ist rot allein. Das kommt aber unerwartet. Nein! Halt! Ah, Agent Birkin. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, hör? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Wie soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Der Präsident ist tot? Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Fahren Sie zur Hölle, Simmons! Beseitigt sie. Nein, aufhören! Feuer einstellen! Die beiden da können wir noch gebrauchen. Sie müssen vorsichtiger sein. Okay, wie geht's jetzt weiter, du Held? Werden Sie es bis zur Tür schaffen? Warum machen wir sie nicht kalt? Weil sie sich um Cherry kümmern müssen. Können wir das beenden? Ich habe Wichtigeres zu tun. Und was werden Sie beide jetzt tun? Wir erledigen Simmons. Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simmons will sie. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass sie Geleitschutz brauchen. Bewegung! Warnen Sie die Männer draußen. Sie hat mich erwischt. Nicht schlecht. Er entkommt uns. Na los! Ja, das sieht mal nach einem Bosskampf aus, wa? Ja, aber so richtig. Er darf nicht entkommen! Wird er nicht. Wir beenden das jetzt. Ja, aber eben voller Matrix-Style, wie er Cherry gerettet hat. Ja, war aber geil. Ja. Klingt komisch, ist aber so. Wir kriegen sie, Simmons. Rote Blume. Es wird Zeit, dass sie für ihre Taten büßen. Oh. Ah, rote Blume. Nein, ich kann schon wieder nichts tragen. Och Mensch. Dann lass es liegen. Oh, da merk was. Ja,
Merk raus. Ja, vorwärts! Was? Vorwärts? Keine Ahnung, ich kann hier nichts machen. Nee, weiter vor. Weiter vor musst du. Ah, okay. Ja, schön aus dem Rücken heben. Ja. Yeah. Was? Ich gebe Ihnen nur das, was Sie mir gegeben haben, Simmons. Zuerst haben Sie Angst. Aber keine Sorge. Sie werden nur zu dem Monster, das Sie immer waren. Sie und alle anderen auf dem Planeten. Geben Sie auf, Simmons! Das Spiel ist aus. Sie verfolgen mich, während diese Frau frei herumläuft? Welche Frau? Die Verräterin Ada Wong. Wer weiß, was sie noch vorhat? Ein anderes Team sucht sie. Sie aber, Simmons. Sie gehören uns. Rache nehmen für den Präsidenten. Ist es das, was Sie wollen? Sie Narr, hätte er die Wahrheit über Raccoon City veröffentlicht, wären die USA weltweit isoliert und die globale Ordnung zusammengebrochen. Ein Desaster verhindern, indem sie ein anderes verursachen? Egal wie viele dabei sterben? Jemand musste ihn stoppen! Er hätte mein Land und die Welt ins Chaos gestürzt. Dieses Weib. Wie kann sie mir das antun? Du Bastard! Boah, sind wir schon mal Transformers oder was? Vorsicht, zurück! Weg hier! Hängen wir ihn ab, solange wir noch können! Sie sollen verdammt sein! Alle beide! Ich erledige sie mit bloßen Händen! Einfach durch. Ja, lauf, 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 lauf. Oh, wir fallen diese Bekloppten drauf. Mist! Verschlossen! Boah, also Sniper kannst du ja vergessen. Wo ist er? Wo ist er? Mal kurz stehen. Ja, stehe. Wir haben uns beide mal geheilt. Wo ist er? Weg, 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 weg. Er ist zu schnell. Wir müssen von zwei Seiten angreifen. Hinter uns wieder. Ich werde sie töten. Naja, versuch's mal. Wir sollen ihn von zwei Seiten platzen, aber wie? Na, einer dahinter, einer davor. Ja, ja, aber wie ist er hinter dir kommen? Naja, das hätten wir doch jetzt zum Beispiel schon geschafft. Ich glaube, hier komme ich auf. Ich könnte mal raus hier. Och nee. Ist er oben? Allein. Ist er oben, ja. Okay, ich bin raus, er ist gerade runter. Er klettert hoch. Ja, jetzt wieder, ja. Wo bist denn du, Boss? Ja, ich bin runter. Ich wollte von zwei Seiten gefangen nehmen wollte, aber. Sie sind wie Insekten. Verängstigt und schwach. Schieß, schieß, schieß. Okay, er geht runter.
vorne ist er. Elena, ist alles okay? Ist er tot? Drei Züge. Leon! Leon, alles okay? Das muss Einbildung sein! Leon, weg da! Will zu ihnen! Runter vom Zug! Ich lenke ihn ab! Crossi! Ich wusste gar nicht, was ich mache. Okay, Konzentration. Chaka, du schaffst das. Leon, weg da! Er will zu ihm! Runter vom Zug! Ich lenke ihn ab! Leon, hier rüber! Ignorante Kriecher! Ich werde sie beide vernichten! Leon, schnell! Oh. Yeah. Oh Mist, ich hatte gerade einen Krieg dann. Ich hab's verkackt. Passt schon, ich bin ja noch reingekommen. Unser Spaß ist vorbei. Natürlich. Ja. Ich hab's verkackt. Ich habe auch erstmal die ganze Zeit auf das Quicktime-Event geguckt, bis ich irgendwas gedrückt habe. Oh, Vollstuhl. Oh yeah. Unser Spaß ist vorbei. Ich glaube, so ein Pferd gibt es hier nicht mehr drin. Nimm das mal den ganzen Tor auseinander. Es gibt keinen Ausweg. Guck
du jetzt? Ist jetzt echt geklopft, dass der das nicht ausmacht? Stabilität zurückerlangen. Echo-Team an HQ, bitte komm. Wir bringen die Zivilisten in Tachi in Sicherheit. Das war mal Action, Alter. Okay. Und mit diesem... Hey, Sie, ordnen Sie sich ein! Ach, Schnauze da oben. Mit diesem Ende sage ich mal, danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Virusinfektion. Furchtbar. Warum evakuieren wir? Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Kann das Chaos ausbrechen.